The Walking Dead hat den einen oder anderen großen Charakter bereits eliminiert. Einige Charaktere sind uns wirklich ans Herz gewachsen und wir fragen uns natürlich, was machen die Schauspieler eigentlich danach? Aus diesem Grund habe ich es mir als Mission vorgenommen, euch einen kleinen Einblick zu verschaffen, was die großen Schauspieler der größeren Hauptrollen nach The Walking Dead machen. In diesem Video werden 5 Charaktere vorkommen, im nächsten Video ebenfalls 5, das wird eine kleine Mini-Reihe. Ich hoffe, solltest du neu auf diesem Kanal sein, dass du ihn abonnierst und auf die kleine Glocke klickst, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Nummer 1, Shane Walsh. Die Todesfolge von Shane hieß Better Angels. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Shane ein Engel geworden ist, da er ja in den letzten Folgen bzw. in der letzten Staffel mit ihm relativ böse geworden ist und einen kleinen Knicks weg hatte. John Barenthal, der Schauspieler von Shane, ist danach in einer größeren Serie, besser gesagt in 2 größeren Serien zu sehen, nämlich einmal Daredevil und The Punisher. In beiden Serien ist er als Frank Castle zu sehen. Diese typische Shane-Art, dieses brutale, brachiale Macho-Gehabe, sage ich mal, kommt in beiden Serien auf jeden Fall zur Geltung. Ich kann euch auf jeden Fall die Serie Punisher empfehlen. Das war eine sehr, sehr interessante und fesselnde Serie. Also ja, gönnt euch und macht das Binge-Watchen mit dieser Serie wahr. Glenn Rhee, seine letzte Folge bzw. seine Todesfolge war The Day Will Come When You Won't Be. Er teilt sich die gleiche Todesfolge mit Abraham und Glenn Rees Schauspieler Steven Yeun war nach The Walking Dead im Jahr 2016 war übrigens seine letzte Folge sehr, sehr aktiv. Er hat in einigen Indie-Filmen mitgespielt, beispielsweise Okja. Das ist ein Film, der auch ein paar Preise gewonnen hat. Außerdem, sehr interessant, einen kleinen Kurzfilm, den wir uns alle anschauen können, nämlich Naysayer. Das ist ein Kurzfilm, in dem ein Vater quasi von seinem Sohn abgeschnitten wird und seine eigenen, seine eigenen Dinge in die Hand nimmt. Schaut euch das gerne an, ich pack's euch nach unten in die Beschreibung. Ist sehr, sehr interessant, aber ja, schaut euch natürlich erstmal dieses Video zu Ende an. Könnt ihr euch an Dale erinnern, den Vater der Gruppe? Seine letzte Folge hieß Judge, Jury und Executioner. Ich muss ehrlich sagen, ich fand es eigentlich traurig, als er gestorben ist, weil seine Moralvorstellung fand ich eigentlich ganz gut für diese postapokalyptische Welt. Er war quasi dieser Ruhepol für diese hektische und teils zerstreute Gruppe. Falls ihr mehr von dem Schauspieler Jeffrey Dumont sehen wollt, dann kann ich euch schwärmstens empfehlen, schaut euch Billions an. Das ist eine Serie, in der er eine etwas größere Rolle übernimmt und in einer Welt mit Bankern, Hedgefondsmanagern, Staatsanwälten, so ein bisschen so eine Serie zu Wolf of Wall Street. Außerdem, jetzt kommt ein kleiner Fun Fact, war er auch in der Serie Mob City zu sehen. Mob City ist eine Serie, in der auch Shane Walls Schauspieler John Barenthal mitgespielt hat. Es geht um das LAPD, Korruption, Gangster, Bosse, alles sehr, sehr spannend. Merle Dixon, Todesfolge This Sorrowful Life. Ich bin ehrlich, ich fand die Entwicklung von Merle richtig stark, also von diesem knallharten, abgebrühten, gemeinen Typen hin zu einem Menschen, der sich wirklich um seine Gruppe kümmert und alleine sich diesen unzähligen Leuten gestellt hat. Ich fand's schade, als er ausgestiegen ist, beziehungsweise als er getötet wurde. Aber man kann auf jeden Fall viel, viel mehr von diesem Schauspieler sehen. Michael Rooker heißt er und eventuell werdet ihr ihn wiedererkennen aus Guardians of the Galaxy. Da sehen wir ihn als Yondu mit seinem kleinen Pfeil, wie er in einer Szene beispielsweise einfach mal so 100 Besatzungsmitglieder auf dem Schiff tötet, um sich da zu befreien. Also sehr, sehr geil. Dann war er natürlich auch in Guardians of the Galaxy 2 in True Detective und wir werden ihn in What If 2021 erneut als Yondu sehen. Also der Mann ist nicht faul, der Mann will seine Brötchen verdienen, hat es einfach Spaß vor der Kamera zu stehen und davon können wir profitieren, weil wir ihn einfach sehen können.
Abraham Ford, Todesfolge The Day Will Come When You Won't Be. Der Schauspieler von Abraham Ford, Michael Cudlitz, hat es geschafft, dass wir diesen Charakter einfach geliebt haben. Seit seinem ersten Auftritt haben wir gedacht, okay, das ist jemand, der kann sich wirklich um seine Leute kümmern, hat eine Mission, ist zielstrebig und hat einfach keine Angst, sich in diese Herden von Zombies zu stürzen. Ich war ja traurig, als er ausgestiegen ist, vor allem gleichzeitig mit Glenn. Das war, finde ich, die ekelhafteste und ja, tougheste Szene und beziehungsweise Folge in The Walking Dead. Er lässt es danach aber ruhiger angehen, denn wir sehen ihn in einer neuen Serie, The Kids Are Alright. Man kann diese Serie als eine Komödie betrachten, denn Familien aus der Arbeiterschicht wollen ihre Kinder in den 70er Jahren großziehen und das ist resultierend mit natürlich vielen, vielen familiären, lustigen Situationen und Flops und so weiter und so fort. Sehr sehenswert ist vielleicht auch so casually etwas wie How I Met Your Mother oder The Big Bang Theory. Aber Leute, es gibt Gerüchte, dass Abraham auf jeden Fall wieder zurückkehren wird, nämlich in die Solo-Filme von Rick Grimes. Wenn ihr wollt, dass ich dazu ein gesondertes Video mache, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare und hinterlasst einen Daumen nach oben. Leute, das waren die ersten 5 toten Charaktere aus The Walking Dead, wo wir uns mal angeschaut haben, was die jetzt machen. Kleiner Teaser für die zweite Folge, es kommt auf jeden Fall vor T-Dog und der Governor. Sollte dir dieses Video gefallen haben und diese kleine Miniserie zu den Toten aus The Walking Dead, dann hinterlasse doch gerne ein Abo und schreib mir mal unten in die Kommentare, welchen dieser toten Charaktere du am meisten vermisst. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace!